In diesem Video betrachten wir zwei Spuren, die im Abstand R zueinander stehen. Diese Aufbau nennt man Helmholtz-Spuren. Sie sind speziell, weil sie im Inneren ein sehr homogenes Magnetfeld erzeugen. Die Grafik zeigt den Aufbau. Wir haben zwei Spuren mit je n Windungen mit dem Radius R. Der Abstand zwischen den Spuren ist wie gesagt R und die Achse der Spule geht in die x-Richtung. Wir möchten das Feld innerhalb der Spule berechnen. Wir starten mit dem Biot-Savart-Gesetz in differenzierter Form für eine Windung. Ich schreibe das gleich auf. dB ist μ0 über 4π mal den Stromfluss mal das Linienelement. Kreuzt mit dem Ortsvektor, geht da durch R hoch 3. Das ist das Biot-Savart-Gesetz für eine Windung. Weil sich die radiale Komponente gegenseitig aufhebt, müssen wir nur die axiale Komponente betrachten. Wir schauen also d nach x projiziert an. Und das ist dB mal Cosinus Alpha. Wir sehen, Alpha ist der Winkel hier oder hier. Und Cosinus Alpha ist dementsprechend groß R über klein r. Weiter können wir sagen, dass dl kreuz r dl mal R ist, weil sie senkrecht zueinander stehen. Und wir können dL auch als d phi mal R schreiben. d phi wäre in dem Sinn der Winkel, der die Spule beschreibt. Wir können das einsetzen und integrieren. Wir integrieren mit d phi von 0 bis 2 pi. Das heißt, die ganze Spule und wir setzen das ein, also μ0 über 4π mal i mal d phi mal r über r hoch 3 mal r mal groß r über klein r. Und wir multiplizieren bei den Anzahl Windungen. Das gibt μ0 über 4π, 1 über r hoch 3 mal 2π vom d phi mal i mal r groß hoch 2 mal n. Das heißt, wir haben eigentlich schon die Lösung für das Magnetfeld im Inneren. Wir schauen jetzt das an für zwei Spulen, das heißt einmal am Ort hier und einmal am Ort hier. Und der erste Ort ist r² plus x² und der zweite Ort wäre dann r² minus das heißt, wir haben diesen und diesen Ort. Der Abstand ist r und hier wäre das Zentrum. Das gesamte Magnetfeld, in Abhängigkeit von x, wäre also μ0 mal r² mal den Strom mal die Anzahl Windungen über 2 und dann die Ortsabhängigkeit x² plus r² hoch 3 Zweitel plus 1 über x minus r im Quadrat plus r²
das auch hoch 3 Zweitel. Und das würde das Feld im Inneren, das würde das Feld dieser zwei Spuren beschreiben. Ich habe das auch schon mal geplottet. Das sieht man hier. Man sieht, man hat die zwei Komponenten und ein Feld der ersten Spule und das Feld der zweiten Spule, die zusammen das Gesamtfeld ergeben. Und wir sehen, dass zwischen den Spulen das Feld sehr homogen ist, dass es eigentlich konstant ist. Und wir haben gesehen, dass diese Gleichung das Gesamtfeld hier beschreibt. Wir haben gesehen, dass diese Gleichung das Feld gut beschreibt. Wir möchten jetzt noch ein paar konkrete Beispiele anschauen und Zahlenwerte einsetzen. Wie gesagt, wir haben 1000 Windungen, der Radius wäre 80 cm und der Stromfluss wäre 4,2 Ampere. In der Mitte der Spule, der beiden Spulen, wäre das Magnetfeld, wenn man das hier einsetzt, 4,7 Millitesla. Und wenn man den relativen Unterschied anschaut zwischen dem Ort in der Mitte der Spule und näher zu einer Spule, dann ist der Unterschied sehr gering, weniger als 1%. Wir sehen das auch hier nochmals auf der Grafik. Der Unterschied zwischen diesen beiden Punkten ist eigentlich sehr minim. Das heißt, das Feld zwischen den Spulen ist wirklich sehr homogen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.